Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge hier bei Kettel im Kopf. Ja, es geht weiter. Wir machen weiter in der Aussaat weiter für. Was noch an, ja? Für unser Feld Nummer 3. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt Allrad aktiv ist. Müssen mal gucken. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass wir es angeklappt haben. Das war keine Absicht. Aber das ist typisch. Mittendrin was sie machen, ist nicht klug. Ein bisschen zurückstoßen. Wenn wir halt doch ein bisschen quer fahren und auch nicht mit dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen, ne? Wir müssen ja die Spuren noch fertig machen hier. So, immer ausklappen wieder. Bremse. X. Gibt's doch gar nicht. Wir haben es vergessen. So, mal gleich mal wieder anschalten. Senken. Senken. Der kommt was nicht runter. Sag, Dünger geht weg, gell? Okay. Ja, da oben. Geht weg ab, der rollt da runter, ne? Na eher, Traktor, ne? Gut, hier haben wir wahrscheinlich mit doppelt gesät, aber guck was so ist, ne? Alles wegen Allrad, ne? Natürlich habe ich Sonntag um Dings vergessen. Das ist typisch. Gut, jetzt so, ist halt so. Das kann ich jetzt nicht ändern mehr. Aber wir haben ja jetzt hier Freitag. Könnte die rein theoretisch einfach anhängen, um das mit anderen zu synchronisieren. Aber ich lasse es mal. Ich möchte aber eure Kommentarfunktion abwarten, was ihr da jetzt vorschlagen würdet. Gut, ich kann nur eine Woche darauf später reagieren für die Zukunft. Aber Option ist da zu sagen, okay. Ob das in Zukunft ein bisschen mehr wieder X drückt. Power drücken. Gut, hat nicht reagiert. Auf Mann, ne? Aber außerhalb des Feldes wäre nicht ganz tragisch. Im Feld ist das blöd. So. Absenken. Mal sehen, ob das jetzt irgendwie der Sarg gut rausgeht und Dünger. Das ist immer ganz entscheidend. Das geht beides weg. Dünger dürfen wir nicht vergessen. Ist klar. Sonst haben wir eine Stelle, wo im Prinzip wieder ein bisschen schlechter wächst. Ansonsten, Saatgut ist klar, wenn das nicht da ist, ne, dann ist es von vornherein ungünstig. Ne? Aber mit Allrad macht er einen vierten Gang. Bisschen schneller. Geschätzte 14 km/h. Gut, geht auch bergab, ne? Unser Missgeschick mal ein bisschen. Ja. Wegmachen, ne? Mal das Tempo rausnehmen. Bis zum Ende die Aussaat durchführen. Anheben. Da kommen wir durch. Ja, normalerweise so ein Strauch ist kein Widerstand für Traktor, ne?
So. Runter und dann Gas geben. So ist das Bild ganz gut. Also im Prinzip keine alten Spuren vom Weizen. Ne? Wäre ja blöd, wenn Weizen und Gerste zur gleichen Zeit am Acker sind. Ne? Dann ist es höchstfalle noch Futtergetreide. Aber fürs Brot und so wäre es, glaube ich, nichts. Mein gut, wird ja eh gemischt, ne? Aber man hat ja ein bisschen Vorstellung, wie viel Prozentansatz alles haben soll. Persönlich wäre es nicht tagesschön, wenn Roggen und ein bisschen dabei wäre. Aber wer halt nur Weizenbrot haben will, das ist schwierig, ne? Aber ansonsten, das Mischbrot ist ja eigentlich immer ein bisschen gemischt. Heißt ja auch so ein Mischbrot, ne? Aber die haben halt ein Rezept, festen Anteil, Mix kann man sagen, ne? Der eine sieht ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger, ne? Und ich sag mal, das ist Geschmackssache. Wieder ein bisschen was verfehlt hier. Ja, gut. Ein bisschen üben. Ein bisschen früher auf die Spur kommen. Ne? Ja, Freitag, ne? Eine Woche rum, ne? Mann, wie die Zeit vergeht, du. Ist ja schon, ab da, wenn die Folgen kommen, ist schon Februar, ne? Ja. Tja, so ist das, ne? Ah, hier haben wir letztes Jahr geklaut, kann man sagen. Ich hoffe ja, dass das ein bisschen aufgearbeitet wird. Wenn auch nicht innerhalb des Landes, auf dem Ausland vielleicht. Meine Hoffnung. Also ich habe jetzt den Rechner, den Boost rausgenommen, also dieses Beschleunigen. Und dadurch ist er jetzt nicht mehr so heiß wie vorher. Und zwar der Lüfter kräftig gern, also oh, B machen wir nicht an, ne? Ist eh an, ne? Zweiten Gang. Auf Gas, Junge. Ja, Sachen geht raus und Dünger auch. Immer wichtig. Da haben wir noch eins Feld, noch ein Feld, noch ein Feld, das macht drei. Wird das jetzt nicht reichen. Ja, wir haben noch knappe 15.000. Würden wir mal Sarko zukaufen, sicherlich. Naja, für das nächste Feld nicht, das ist ein bisschen kleiner, das ist ja nur die Hälfte von dem, was sie jetzt hatten. Und wir haben ein bisschen 1.500, 800, 750 müssten wir dann noch, dann haben wir die Hälfte hier gebraucht. Da das andere Feld ja kleiner ist, ist es nicht ganz so dramatisch. Entschuldigung. Schluck auf. So. Gas wegnehmen. Und V. Mal werden wir ein bisschen früher umholen. Dann R. Darf man die Automatik wieder fahren? Kleinen Gang. So eine kleine Ecken wie da links vermeiden, ne? Sonst da wächst ja nichts, ne? Ungünstig. War ein Tee zu viel. Mit 20 km/h wollte ich auch nicht fahren, ne? Aber ich fahre am sechsten Gang, das ist nicht schlecht. Ob das so gut ist,
Na, ich weiß nicht. Aber ich sag, wir haben Allrad nicht, das zu merken, ne? Gib mal selber Gas. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, mir geht es darum, dass wir diese Knöpfe wegkriegen, wo das alte immer noch zu sehen war an der Karte, ne? Zumindest beim Gruppern, ne? Ups, ich hab B gedrückt, nochmal B. Wieder aktiviert. So, V. Gucken wir mal, Dünger geht. Ja, sagt gut auch. Zweiten Gang, los geht's. Und meine Sorge, dass er bei der Aussaat plötzlich nicht, nicht das macht, was er machen soll. Ne? Gerät, ne, halt, ne. Und wenn das ganze Feld kruppern nachhinein, bringt ja nichts. Das haben wir schon fertig gemacht, ne. Wir wollen ja die Saat in die Erde bringen. Dass es über den Winter noch ein bisschen wachsen kann. Bis zum Winter leicht. Und da kann es ja ein bisschen ruhen. Dann können wir im Frühling bisschen länger schlafen, ne? Beziehungsweise haben wir jetzt mehr Zeit zum Dünger geben für, ja, ich leg mal jetzt mal auf Gärreste fest, ist ja hier um die Ecke, gleich da zu sehen, was wir von dem dann kriegen könnten, ne? Ob das überhaupt funktioniert, bisschen Risiko, weiß ich jetzt nicht. Wenn es nicht geht, da haben wir halt Pech gehabt mit dem Gerät. Ärgerlich. V. Ich hab wieder das Kette gedrückt, glaube ich. Nochmal B. Ah. Kommen wir da gut hin? Ja, genau. V. Geht sehr gut raus? Nö. So, stopp. Da noch mal zurückfahren. Die Aussaat ist nicht erfolgt. Das ist zu viel. War schon im LS schwierig zu fahren mit dem Gerät rückwärts fahren. Das ist hier genau das gleiche. Er ist ein bisschen ruckelig, der Traktor hier. Weil er will immer auf die Spur rauf, die ich ihm anzeige. So, ganz kurz. Bremsen. Jetzt ist aktiviert, ja. Mit B kann man es auch aktivieren, dann sieht man aber nicht. So. V. Kein B. TT. Denn es bringt ja nichts, wenn wir nichts reinbringen, ne? Das ist ja ungünstig. Wir brauchen jeden Quadratmeter Ertrag nachher. Das heißt. Nächste Woche. Übernächste Woche. Ja. Haben wir zwei Felder. Nächstes Jahr, wenn es uns gelingen würde, noch ein Feld zu kaufen. Vom Ertrag. Ja. Rocken kann vielleicht ein bisschen mehr bringen, kann sein. Weiß man noch nicht. Ja, werden wir sehen, ne? Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Dann seid mal tschüss. Ciao. Ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Tja. Morgen geht es weiter mit Rockaussaat. Ja, ist halt so, ne? Und wie gesagt, sobald Kommentare kommen, die das gerne ändern möchten, dass ich das vorausspiele, dann werde ich das in Zukunft mit einplanen. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Natürlich gerne, wenn ihr möchtet, ich bin da. Tschüss.